Hey, hallo, ich habe meine Weisheitszahn-OP hinter mir. Mir geht's so ganz gut. Ich bin ein bisschen erschöpft. Ich muss halt ein Video raushauen, deswegen schwimmen wir jetzt Crowdtourismo 7. Ein kurzes Rennen, 5 Runden in Le Mans. Und wir fahren hier mit dem Nissan GT-R Nismo GT500 aus dem Jahr 2016. Let's go! Ich fahre mit Automatikschaltung und mit Verfolgungskamera. Mit Controller. Ganz entspannt. So, den Regenradar im Auge behalten. Ja, auch regnen kann in dem Rennen. Aber wenn mir der Regenradar angezeigt wird, ist es natürlich möglich. Ein bisschen overpowered. Hauptsächlich mache ich das hier, um ein bisschen Geld zu fahren, damit ich mir Autos kaufen kann. Schön grinden. Oh, scheiße, 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 scheiße. Hier ist ja schon. Ui, jetzt habe ich total. Jetzt habe ich natürlich verpasst. Gibt bestimmt Strafe. Kann ich abkürzen. Habe ich nicht gebremst. Also ich bin geistig doch nicht ganz auf der Höhe. Ich kann mal das Cockpit ansehen. Mit Le Mans kam ich früher nie klar, dass gab es auch schon bei Gran Turismo 4, das war glaube ich das erste Spiel, bei dem ich Le Mans gespielt habe. Ich kam mit der Strecke gar nicht klar. Mittlerweile mag ich sie ganz gut. Keine Strafe gekriegt, das wundert mich. Eiskalt abgebremst. Ob ich wirklich Zeit gut gemacht habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber. Ups, ja. Gran Turismo 7 lässt sich auch meiner Meinung nach super mit Controller spielen. Im Gegensatz zu den. Vor allem Gran Turismo 4, 5, 6 kam ich mit Controller nie so klar. Den ersten und den zweiten habe ich damals auch mit Controller gespielt, da kam ich klar. Zum vierten habe ich mir ein Lenkrad gekauft damals. Aber ich bin mittlerweile zu faul, das alles aufzubauen. Keine Ahnung. So richtig Sim-Racing-mäßig bin ich nicht mehr unterwegs. Und wir machen einen Platz nach dem anderen gut. Gar nicht mit der Brechstange überholen. Bei der nächsten Gelegenheit geht es sowieso vorbei. Außen vielleicht. Oh, ein bisschen weit raus. Hat aber geklappt. Auf dem Gas. Sieht nicht nach Regen aus.
Boah, die Streckenführung mittlerweile drin, aber wie die Kurven heißen, keine Ahnung. So sehr interessiert mich das dann doch nicht. Banne. Hätte ich vielleicht nehmen sollen, dann wäre eben gar nichts passiert. Obwohl, ich kann es mir ja nicht aussuchen, das ist ja ein Rennen, ein vorgegebenes Rennen. Schön in den Windschatten und sind gleich Erster, wahrscheinlich noch vor der nächsten Schikane. Und tschüss. Ein bisschen zu früh auf dem Gas. Weiter geht's. Ja, meine Weisheitszahn-OP war ganz okay. Ich war vielleicht nur eine halbe Stunde auf dem Stuhl. Dann waren alle vier Weisheitszähne draußen. Bohren musste eigentlich nur bei einem. Ansonsten hatte die einfach alle rausgezogen, rausgedrückt. Gestern war ich zur Nachuntersuchung, da ging es mir eigentlich schon ganz gut und heute Morgen war es ein bisschen, die Nacht war nicht so toll und nach dem Aufstehen hatte ich Schmerzen. Aber ich habe meine Medikamente genommen und meine Schmerzmittel und momentan geht es ganz gut. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. So, jetzt kommt gleich meine Kurve, die ich nicht so mag. Hier komme ich eigentlich noch ganz gut durch. Hier erwische ich ganz gut, auch wenn es natürlich schneller gehen könnte. In der bin ich nicht so toll. Durchfahren kann man nicht. Weil ich die ganze Zeit mein Benzingemisch nicht runtergestellt habe. Wie man hier rechts unten sieht. Muss ich wahrscheinlich einen kurzen Boxenstopp einlegen. Ich könnte jetzt natürlich runterdrehen, aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Und jetzt komplett im Rest des Rennens auf Mager gehen würde. Das reicht nicht. Diese Schikane mag ich auch nicht so. Passt. Ganz schlecht. Uiuiui. In der Kurve bin ich auch nicht so toll. Die verpasse ich auch manchmal. Und dann wieder zu früh auf dem Gas. Und sowas passiert dann. Da hinten ist übrigens das Fußballstadion von dem Verein, also von Le Mans, von der Fußballmannschaft. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt erste oder zweite Liga spielen. Da sieht man es. Ich werde jetzt wahrscheinlich sowieso in der Runde reinfahren. Also hochdrehen. Das geht natürlich aus.
Nein, auch glaube ich schon eine Box. Ich weiß nicht genau, wie ich die anfangen soll. Ach, viel zu schnell, viel zu schnell. Nicht so toll. Ich hasse diese Anzeige, dass sie mitten im Bild ist. Die irritiert mich voll. Man sieht den Kurveneingang nicht mehr richtig. Schrecklich. Ich habe auch irgendwie keine Option gefunden, irgendwie zu verschieben. Und vielleicht mehr Wochen auch zu blöd. Weiß ich nicht. So, jetzt gehen wir mal rein. Schauen wir da mal eine Runde. Das ist eine Cockpit-Ansicht. Mal sehen, was das wird. Reifen könnten wir eigentlich lassen, ich wechsle jetzt trotzdem. Medium weich kann ich nicht nutzen, weil ich da leistungstechnisch zu stark wäre. Balance of Performance mäßig, oder wie das heißt. Meistens ein bisschen seltsam, mit Controller aus der Cockpit-Ansicht zu steuern. Aber werden wir hinkriegen.
sauber erwischt. Und langsam wieder rausgeschoben. Der Vorsprung ist gut. Waren wir diesmal besser genommen. Kommt kein Regen. Können wir so durchfahren. Das Kurvengeschlängel und dann geht schon mal die letzte Runde. Ich habe wieder ein paar Credits dazu verdient. Online-Rennen fahre ich nicht, also habe ich nur mal eine Zeit lang gemacht. Mit mäßigem Erfolg, ich glaube, ich habe 12 Rennen, 2 Top 5 Platzierungen oder so. Das ist mir zu stressig und die fahren mir alle zu aktiv. Ehrlich gesagt macht mir das keinen großen Spaß und frustriert mich nur. Und ich bin ja auch nicht sonderlich gut, so ehrlich muss ich auch sagen. Uiuiui. Och, das war natürlich schlecht. So, jetzt nochmal. Kamera wechseln und mal sehen, ob wir noch mal eine schnellste Runde fahren. In der letzten Runde. Oh, das sieht aber schon ein bisschen bewölkt aus. Jetzt versuchen wir mal wirklich ein bisschen schnell zu fahren. Zu schnell auf dem Gas. Nicht so schön. Vielleicht zu viel Kurven geschnitten, das könnte eine Strafe geben. Track Limits nicht eingehalten. Oder vielleicht gerade noch so eine Minute Vorsprung. Oh. Zu finden. Ich habe hier die Ideallinie aus, also die Hilfslinie, mag ich nicht so. Wenn ich die Formel 1 Spiele spiele, dann habe ich sie meistens an, weil das ist mir alles zu schnell und ich kenne die Strecken dann noch nicht so und ich fahre halt nicht so viel Formel 1, das ist, keine Ahnung, mir fehlt das Gefühl. Muss ich ehrlich zugeben. Aber es macht mir auch Spaß. Überlegt, ob ich eine Formel 1 23 kaufe, wieder mit Breaking Point Story Modus. Mein letztes Formel 1 Spiel war Formel 1, also F1 21. Breaking Point spiele ich gerade das erste Mal jetzt, den Story Modus. Also ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen peinlich und oberflächlich, aber naja, und du gewinnst dann und die gratulieren dir, du gewinnst von hinten mit einem überlegenen Auto und die gratulieren dir, dass du auf dem Treppchen bist und das ist alles Quatsch. Und also ich brauche im Rennspiel nicht unbedingt Story-Modus. Ich spiele es einfach ruhig, aber habe mir schnell gemacht. Dann spiele ich lieber eine ganz normale Saison, versuche den richtigen Schwierigkeitsgrad rauszufinden und das macht mir mehr Spaß, dann so halbwegs realistisch eine Saison oder eine Karriere zu spielen. So, das wird keine schnellste Runde, wie es aussieht. Ich bin knapp zu langsam. Aber wenn es einer wird, unter 4 Minuten werde ich nicht kommen.
Also ich fange jetzt an zu zaubern. Wovon ich allerdings nicht ausgehe. An, aber ist auch egal, das könnte, ach, verbremst. Das könnte die schnellste Runde gekostet haben. Nee, hat nicht mehr gereicht. Also. Ja, schnellste Runde. Runde 2. Okay. Jo, das war's für heute. Alles klar. Wir sehen uns bald. Bis dann. Bye, bye.